Ein herzliches Willkommen hier zurück zu Formel 1 und mit dabei natürlich der Fangjimmer. Alter, das Schiff, Zobbe. Ja, in Singapur sind wir. Da gibt es, glaube ich, den Turbo. An und für sich ja deine Lieblingsstrecke. An und für sich? Du gezeigt hast es doch noch nicht. Ah ja. Ja, ich glaube, es ist immer knapp, dass du auch fällst oder scheiterst. Auch letztes Jahr, glaube ich, war es so. Ja, da war es sehr knapp. Dass du da sich hergeschenkt hast oder so. Oh. Ja. Alter, ich rutsche über die Strecke und habe Verwarnung wegen Strecke überschritten. Ja, ich bin einmal durchgekommen, da habe ich gewonnen. Ja, sonst eh nicht durchgekommen, genauso wie du, gar nicht durchgekommen bislang. Qualifying sieht auch nicht so rosig aus, einmal hier im Regen. Ja, vor allem es regnet wirklich. Wir haben die richtigen Regenreifen drauf, nicht nur die Intermediates. Na, da schifft's richtig, oder? Oh! Und da gibt es viele Banden, die man da durchtuschieren kann. Dann habe ich jetzt nicht getan, aber die schon verdammt nah rankommen. Also da zahlt es einen ordentlich weg. Ja, auch in der Liga ist es ja, also in der Weltmeisterschaft, schon ganz durcheinander wirklich. Ja Leute, da wollen wir gleich Werbung machen für unser anderes Let's Play, der Mazze Power Liga und Cup, wenn wir schon dabei sind. Ja, schon aktiviert die Glocke. Ja, also... Weltmeisterstamm ist auch ganz eng dieses Saison. Da ist der Tunnel, also, den ich gemeint habe. Entschuldigung. Oh, ja genau, das ist da, wo die Kante vorsteht. Scheiße. Ja, das ist, also wenn es sich da aufhört, dann hast du den Arsch offen. Viermal, fünfmal, sechsmal. Sechsmal habe ich jetzt hin und her schieben müssen. Das ist Arsch. Gut, dass das nur die Aufwärmrunde war noch. Na, darum sage ich, das ist wirklich eine Arschstelle. Ja, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, Räikkönen ist vor mir, du bist hinterher und dann, glaube ich, kommt Hamilton und dann Rosberg. Und alles wirklich ganz, ganz eng. Natürlich entscheidet dann jedes Rennen jetzt, weiß nicht genau, wie viele es noch sind. 7. Wow. Also mit dem jetzt. Weil Monza, dem, also dem haben wir noch. Monza war nämlich das 14. Rennen in der Saison. Ah, okay. Frag mich, ich habe es erst vor kurzem hochgeladen. Das heißt, es gibt noch 175 Punkte zu verteilen. Also Maximalpunkte zu verteilen. Oh! Aber ich finde die Strecke nicht so schlimm wie in... wo ist das mit der Orgenkurve? Aserbaidschan? Ja. Oh. Das Schlimme ist, ich finde die auch nicht so schwer eigentlich, aber... Trotzdem ist... Oh, ja. Irgendwie... Was? So lang eigentlich von der Rennzeit her. Naja, geht, oder? Na, oh, ja, 2 Minuten schon lang. Oh ja, ja. Rosberg hat 2:13. Ja, 2 Minuten schon lang. Oh, ein bisschen rauskommen weit. Aber was schaut jetzt dabei raus? Was schaut raus dabei? Hole in the pole! Auch 2:13. Ja, meine Pole, Qualifying, besser gesagt, waren ja jetzt nicht so atemberaubend die letzten paar Mal.
Da will man jetzt natürlich wieder mal was zeigen. Im Regen natürlich auch gleich schwer. Oh ja, genau, sehr schwer. Oh. Bist du der Besprechung noch nicht verbessert, ja? Bestzeit. Uff, Gott sei Dank. Aus China oder was? 208. Ja, gleich raus, gut, schnell Kuchen. 208 ist top. 208 ist wirklich top. Ja, das eben. 4,5 Sekunden Vorsprung. Ja, ja. Innerhalb von 2 Runden komme ich an die Boxbully. Boah! Ja, aber das sind die Stellen und an die kann man das Rennen so schnell beenden. Aber ich bin jetzt fast gestanden. Also, Alter, das war der härteste Crash. Alter, hast du das gesehen? Warst du jetzt dabei beim Crash? Ja, ja, ich hab gesehen alles. Oder ich bin jetzt, auf 2 Reifen, also halb gelegen. Ja, ist sich ausgegangen. Also Pole wieder mal seit langem, das ist gut. Oh, Hamilton hat mich sogar noch überholt. 20. Ferrari Pole, damit sieht man mit sauber gleich. Aber M ist wird sicher nicht leichter jetzt. So, jetzt habe ich original mein Trinken vergessen. Na gut, machen wir das dann, holen wir das dann nach dem Rennen. Ich habe genug Regentropfen aufgesammelt jetzt. Ja, und wie durch ein Wunder hat die Crew das Auto wieder hinbekommen. Da gibt er ordentlich Gas, der Gang auf der linken Seite. Wir sehen schon, er will vorbeiziehen. Nein, er steckt zurück, Und ich habe das ausgenutzt. Oh, Entschuldigung. Oh. Jetzt habe ich den Wagen nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Na gut, 13er wieder. Also 12. Puh, so, also hat sich dreht. Ja. Oh. Hamilton fährt auch mit Supersoft, also andere Taktik. Oh, da splittert ordentlich. Alter! Habera! Alter, ich bin vorne mich und mich dreht's dauernd. Wenn ich mit dem anfahre, dann dreht's mich, Alter. Wenn ich ihn seitlich reinfahre. Wenn ich vorne reinfahre, also wenn ich. Oh, Alter. Hamilton, du hast noch. Oh, Hamilton hat es dritt. Oh, da sind ja wohl viel gestanden jetzt. Oh. Jetzt weiß ich wieder, warum ich da nicht durchkomme. Bist du da gestanden? Ja. Oh, beide Flügel schon rot. Alter, ich habe mich noch immer nicht umgedreht. Scheiße. Ja, das Rennen wird jetzt hektisch für uns. Ah, schade Start für beide. Ja, aber wirklich, das war. Ich werd von der Seite touchiert. Ich werd von der Seite touchiert und mich dreht. Wenn ich das mache, wenn ich von hinten eingreife und wem von der Seite touchiert, dreht es mich genauso. Aber soll ich dir was sagen, was geschissen ist auch in F1 2018? Da ist der Geist nicht so da. Also ich bin seitlich von wem angefahren worden. Ja, ich glaube, das kommt auch auf die Anstellungen an. Ah, okay. Ich glaube, wenn du zum Beispiel so Schaden oder so ganz hast, weißt du? Na, habe ich nicht gehabt, reduziert. Achso, das haben wir eigentlich auch.
Also ja, es sind aber einige jetzt schon in der Box, also. Mhm. Auch Hamilton war in der Box. Auch dürfte ihn dann ein bisschen beschädigt haben bei dem Trara. Das war einfach kein guter Start. Nein. Profitieren tut jetzt Räikkönen und Rosberg von diesen Fehlern. Wobei wir eigentlich gut weggekommen sind. Ja. Muss ich sagen. Aber dadurch, dass hier alles so eng ist, ein einziger leichtes Ankommen an irgendjemanden oder von irgendjemanden und das war's dann schon. Mich wundert ja, dass die Crew noch keine Alternativ-Strategie gesagt hat. Bei mir schon. Ja, das wird gut gehen. Ja, ganz so schwer ist sie eigentlich nicht zum Fahren. Ich finde, da ist... ich merke mal die Strecke nicht. Also gut, schon. Danke. Schwerer. Schwieriger, ja. Aber trotzdem irgendwie ist da der Wurm drinnen für uns. Das war auch in Aserbaidschan, also von daher. Ja, eh. So, da war direkt so. Sorry. Nein, ja, ich mag den Hamilton gar nicht. Wirklich. Das ist... Dieses Rennen, also diese Saison, sehr viel schon geleistet von mir. Mm. Weißt du, was ich aber ein bisschen dumm finde, habe ich auch letztens überlegt. Sie sagen immer, zum Beispiel ein Teamkollege... Oh, du bist ein Wichser, du! Du bist so ein Wichser, Hulkenberg, Alter! Alter, das glaube ich nicht. Ich überhole Hulkenberg. Er überholt mich zurück. Fahr dann mich an. Mich fetzt gegen die Mauer. Und ausgeschieden. Alter. Ja, entschuldige, was wolltest du sagen? Ja, also 26 Sekunden sind schon vor dir, ist dein Teamkollege, ja. Diese Information bringt mir quasi nicht viel, ja. Weil mich würde eher die Position interessieren, als die Zeit, die weiter vor mir ist. Ja. Das finde ich noch ein bisschen dumm zum Beispiel. Was urgewöhnungsbedürftig ist in F1 2018. Oh. Ja. Oh. Na, oh, jedes... was ist los? Du hast ja jetzt, hast du maximal gekennzeichnet, wenn ich fahre, habe ich eine andere Farbe und dein Teamkollege. Und in F1 2018 haben alle andere Farben. Also teamweise. Ja, das ist aber auch irgendwie cool für mich. Ja, trotzdem weißt du nicht, wer was ist. Naja, aber nach einer Zeit, glaube ich, weiß es dann. Ja, dann schauen aber. Und es gibt nur noch 20 Fahrer. Oh. Boah. Scheiße. Immer an der Stelle. Es ist nicht unsere Strecke. Rosberg, Räikkönen, Ricciardo hat die Ehre hochgehalten. Bottas, Sergio Perez, Hamilton nur Sechster, Gott sei Dank. Scheiße, die waren dann, das war verkackt jetzt. Das war voll verkackt. Ja, also... Glück in Unglück, sag ich mal. Rosberg hat gewonnen, Rosberg, erster Saisonsieg. Ja, der holt natürlich damit auf, muss man sagen, es ist Rosberg 12. Sieg, auch Mercedes jetzt 30. Sieg gefeiert. Ein Punkt noch hinter mir. Ja, Ricciardo ist jetzt auch wieder mal ins Podest gefahren. Mein Teamkollege ist auch ins Podest gefahren. Kann man sagen, genau, hätte schlimmer ausgehen können. Naja, schlimmer. Es wird auf jeden Fall ein Fünfkampf diesmal. Also kann man sagen, wenn man will, es wird hier ein Fünfkampf. Mein Bottas ist schon... Technisch aus.
Bottas und Ricciardo sind schon weiter geschlagen. Konstrukteur wird noch eng für euch. Ja, es wird wahrscheinlich Ferrari-Mercedes-Kampf werden. Ja. Ja, ich glaube, dritter Platz ist auch safe. Muss ich sehen, weil sollte so bleiben, ja. Punkte. Okay, nicht ganz 100 Punkte. 102. Na, 90. Also, Entschuldigung, das Abstand zum ersten. Ja. Ja, na gut, Leute, das war's. Wir wollen uns nicht länger auf die Folter spannen. Genau. Kurze. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Folge wieder. Ciao. Ciao, Baba.